Hallo, mein lieber Zuschauer, hallo, muslimische Freunde, Salam. Die islamische Welt ist immer noch über den Mohammed-Film entsetzt. Ich meine, auch wenn der Film historische Tatsachen darstellt, finde ich ihn geschmacklos und lieblos gegenüber vielen Muslimen. Historische Tatsachen würden wir nicht auf diese Art darstellen. Allein aus Liebe zu unseren muslimischen Freunden, dessen Gefühle mir wichtig sind. Meines Erachtens ist der Film nicht gemacht worden, um Islam zu behandeln, sondern um Menschen zu verletzen und anzugreifen. Ich bin überzeugt, dass diese Art nicht die ist, die Jesus uns beigebracht hat. Er hat Wege radikal widersprochen und behandelt, aber seine Liebe für die Menschen blieb bis ans Ende. Deshalb müssen wir uns von diesem Film ausdrücklich distanzieren. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, dass die Wahrheit niemals unterdrückt werden darf, die im Nachhinein heilend und befreiend wirken kann, auch wenn sie zuerst verletzend ist. Ich nenne auch oft Wahrheiten über den Islam. Aber meine Absicht ist niemals, Menschen zu verletzen oder anzugreifen. Meine Überzeugung bleibt, dass der Islam als Religion nicht von Gott ist und kann niemals zu Gott führen. Aber Muslime bleiben für mich die Menschen, die Jesus geliebt hat und er für ihn am Kreuz gestorben ist. Es ist auch lieblos, wenn ich meinen muslimischen Freunde einfach so stehen lasse, ohne ihnen die Wahrheit zu sagen, die ihnen von ihren eigenen Gelehrten bewusst oder vielleicht auch unbewusst verschwiegen wird. Die Lösung ist allerdings auch nicht, Botschaften in der Luft zu sprengen und dass Menschen wegen eines Films ums Leben kommen. Ich appelliere hiermit an meine muslimischen Zuschauer, dass sie auf Tatsachen über deren Propheten, auch wenn sie satirisch dargestellt werden, etwas ruhiger, sachlicher und kommunikativer reagieren sollen. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass sie mit ihrer Gewalt den Gewalt im Islam und bei Mohammed beweisen. Bis heute ist uns nicht eine einzige sachliche Stellungnahme der Islamgelehrten bekannt, die den Film widerlegen kann. Alles, was uns von den Gelehrten bekannt ist, die haben die Christen verflucht, die Juden und Amerika, wie uns immer von islamischer Welt und Koran bekannt ist. Als Mohammed-Karikatur am 30. September 2005 in der dänischen Tageszeitung veröffentlicht wurde, da kochte die islamische Welt mit der einzigen Begründung, im Islam ist die Bilderpraxis verboten. Wenn die Karikatur mit Bilderpraxis zu tun hat, was war denn mit dem Zitat vom Papst? Viel Unterschied gab es nicht, als der Papst am 12. September 2006 bei einer Vorlesung in Regensburg ein historisches Zitat gebracht hat, in dem er die historische Tatsache vorlas, dass der Islam sich durch Gewalt verbreitet hat. Die ganze islamische Welt war wieder auf den Beinen, ohne eine einzige plausible Erklärung, obwohl der Papst nur ein Zitat gebracht hat. Heute stehen wir schon wieder in so einem Dilemma durch einen Film. Wieso das denn, fragen wir uns. Ich meine, haben diejenigen denn sonst keine Probleme, über die sich ärgern und protestieren können? Ist das vielleicht der Grund, weshalb in islamischen Ländern so trostlos zugeht? Ich meine, die meisten dort sind arbeitslos. Wäre es nicht sinnvoller, sich deswegen aufzuregen und zu protestieren? In Pakistan setzt der Eisenbahnminister 100.000 Euro auf den Produzenten des Mohammed-Films aus. Dort ist jedes vierte Kind unter 5 Jahren unterernährt. Auch sonst sei die Hungerskrise in manchen Gebieten so schlimm wie im Sudan oder Somalia oder anderen Gebieten in Afrika. Ist es nicht sinnvoller, wenn dieses Geld an die armen Menschen dort verteilt würde, anstatt 100.000 Euro für einen Mord auszugeben? Sollte das Geld nicht lieber in Bildung investiert werden? Das Einkommen dort beträgt pro Kopf 1,2 US-Dollar und Pakistan liegt damit auf Rang 146. Und wir fragen uns, warum Hunger in der Welt gibt. Wieso reagiert die islamische Welt nicht so, wenn gewisse Menschen Gott in den Dreck ziehen?
Es gibt so viele Schmähvideos über Gott. Die Hauptfrage bleibt, ist das nicht eine Vergötterung Mohammeds? Hier scheint mir, dass er für die Muslime nicht mehr irgendeinen Gesandter ist, sondern er genießt einen besseren Status als Gott. Meine lieben Muslime, wenn Gott deine Verteidigung braucht, dann ist er schwach. Wenn Mohammed und Allah mächtig genug sind, dann werden sie sich selbst verteidigen können, oder? Warum gingen Botschaften nicht in die Luft und es wurden keine Menschen umgebracht, als der fiese Film Die letzte Versuchung Christi rauskam? Warum kamen Menschen nicht ums Leben, als das Sakrileg-Film erschienen ist? Warum wurde der Künstler Mario Lars nicht umgebracht, als er eine derbe Karikatur von Jesus mit einer Sprechblase im Kasseler Kulturbahnhof aufhing? Warum haben Christen da niemanden umgebracht? Obwohl diese Blasphemie bis ins Mark trifft. Ich meine auch, warum haben da Muslime nicht protestiert, obwohl dieser Film und die Karikatur von Jesus auch gegen die islamischen Lehren handelt? Denkt bitte darüber nach, ob ihr Mohammed nicht als Gott behandelt. Niemand von meinen muslimischen Freunden regt sich auf, wenn jemand was Derbes über Gott sagt, aber über Mohammed schon. Meine liebe Freunde, ich lade euch dazu ein, etwas darüber nachzudenken, sachlicher, ob die Sache, wofür ihr euch einsetzt, für Gott ist. Oder sind es nur Parolen und Emotionen, die dir beigebracht worden sind? Ich wünsche dir Gottes Segen und ich bete für dich, auf dass du die Wahrheit kennenlernst. Bis demnächst, mein lieber Freund, auf Wiedersehen.